Liebe Zuschauer, jede Menge neue Technologien werden immer mehr in unseren Alltag integriert. Und ChatGPT hat ja eben auch gezeigt, dass so eine breite Öffentlichkeit sich natürlich auch dafür interessiert. Wo liegen jetzt hier Anwendungsmöglichkeiten generell von künstlicher Intelligenz? Das schauen wir uns in dieser Sendung an. Und dazu begrüße ich ganz herzlich David Hartmann von Vontobel. Hallo. Herr Hartmann, ich habe es gerade schon gesagt, also künstliche Intelligenz natürlich ein großes Thema. Klingt vielleicht für den einen oder anderen, der sich aber nicht damit befasst hat, ein bisschen sperrig. Aber spätestens seit eben ChatGPT hat sich das ja insofern geändert, dass da wirklich auch eine breite Öffentlichkeit davon Notiz genommen hat. Wo sehen Sie generell die Potenziale, die Anwendungspotenziale von künstlicher Intelligenz? Ja genau, das muss man schon so sagen. ChatGPT war wirklich der Door-Opener und jetzt ist uns irgendwie allen bewusst geworden, dass künstliche Intelligenz auch zukünftig wirklich eine große Rolle in unserem Alltag spielen kann. Aber die Wahrheit ist, es spielt eigentlich schon in vielen Anwendungen und Dienstleistungen, die wir nutzen, heute schon eine große Rolle und wir merken es gar nicht. Also Beispiele hierfür sind die Suchalgorithmen von YouTube, beziehungsweise wenn ich ein YouTube-Video schaue und auf meinen persönlichen Präferenzen einen neuen Vorschlag bekomme. Oder auch Sprachassistenten wie jetzt Siri von Apple oder Alexa von Amazon, die beruhen eigentlich alle auf künstliche Intelligenz und das Ganze, das steht natürlich oder steht und fällt eben mit einer unheimlich hohen Hardwareleistung und je besser die wird, umso größer sind da die Anwendungsmöglichkeiten. Was mich persönlich sehr gefreut hat, ich bin so ein Mensch, der kann jetzt eigentlich nicht so gut programmieren. Da habe ich gelesen, dass es zukünftig natürlich möglich sein soll, dass man dem Computer sagt oder dass der Computer dann quasi das Programmieren für einen selbst übernimmt und einem dabei noch erklärt, was er da gerade tut. Von daher das Potenzial, das scheint unerschöpflich zu sein. Also ein Computer, der mir erklärt, was ich da gerade tue. Das hört sich tatsächlich sehr charmant an. Aber Sie haben es ja auch gesagt, eigentlich gibt es das Thema ja oder die Forschung auch an künstlicher Intelligenz, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten, aber natürlich hat sich da einiges getan in der Forschung, aber einfach auch was Rechnerleistung etc. betrifft. Aber das Spannende ist doch jetzt auch, wenn man sich die Unternehmen anschaut, die daran eben arbeiten oder auch forschen, haben die dann den entsprechenden Sprung, auch was die Öffentlichkeit jetzt angeht und die Aufmerksamkeit da mitgemacht? Ja, bei dem Thema ist es so, dass vor allem, also es überrascht jetzt wahrscheinlich auch keinen, dass es vor allem die großen Big-Tech-Unternehmen sind, die hier engagiert sind und unheimlich hohes Zukunftspotenzial sieht. Oder sehen und woran liegt es? Also im ganzen Thema wird das Potenzial oder die Reichweite eben zugemessen, ähnlich disruptiv zu sein wie das Internet, also die Erfindung des Internets und wie es unseren Alltag verändert hat. Jetzt waren natürlich Unternehmen wie Amazon und Apple da hautnah dabei und haben erlebt, wie sie eigentlich andere Geschäftsmodelle abgelöst haben, eben durch das Internet und das möchte man natürlich zukünftig vermeiden. Also keiner möchte das nächste Nokia sein. Sie waren auch mal führend, was Mobiltelefon anging und dann kam eben Apple mit dem Smartphone. Ja, und dementsprechend sehen Sie da hier eben das Potenzial, einerseits zukünftige Konkurrenten eben loszuwerden und engagieren sich dort in dem Bereich künstliche Intelligenz. Ist jetzt natürlich, wenn man sich dafür interessiert, also jetzt auch aus Anlegersicht zu sagen, okay, das scheint ja ein ziemliches Zukunftsthema zu sein, dann möchte ich auch in dem Bereich investieren. Sie haben es ja jetzt schon gesagt, also die großen Tech-Player hat man dann vermutlich auf dem Schirm, aber dann stellt man sich natürlich die Frage, ja gut, wer hat da jetzt die Nase vorn? Also welche Möglichkeiten gibt es da beim Investieren? Genau, also es gibt einen schwierigen und auch einen teureren Weg. Das heißt, man müsste natürlich selbst Stockpicking betreiben, müsste sich jetzt mit den Unternehmen im Detail auseinandersetzen. Was haben die so in der Forschungspipeline? Die wenigsten von uns sind dann in dem Thema eigentlich so tief drin, dass man das so selbst beurteilen könnte. Und da ist eine charmante Alternative eben ein Themenzertifikat. Diese Themenzertifikate, die haben immer Indizes zugrunde, die ein gewisses Thema abdecken, beziehungsweise sich aus Aktien aus diesem Thema zusammensetzen. Und in dem Beispiel von heute wäre es eben das Thema künstliche Intelligenz. Dann schauen wir uns den Beispielindex direkt mal an. Und das Spannende ist, also das ist hier der Selective Artificial Intelligence Performance Index, weil es hat sich jetzt so ein bisschen eben angehört, als würde einem jetzt quasi so ein Themenzertifikat quasi die Recherchearbeit so ein Stück weit abnehmen. Aber wie ist hier die Recherchearbeit? Also sprich, nach welchen Kriterien kommen jetzt die Unternehmen in diesen Index? Genau, das sind 20 Unternehmen, denen eigentlich ein unheimlich hohes Zukunftspotenzial jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz zugemessen wird. Die werden quasi in diesem Index
vereint. Und das hat eben für mich als Anleger den Vorteil, dass ich eben in einer Transaktion quasi schon in 20 handselektierte Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz investieren kann. Also ich höre schon raus, 20 Stück sind das. Wird die Zusammensetzung dann auch immer mal geändert? Sind da die großen Techs eben auch drin vertreten? Ja, genau. Also man kann sich das auch bei uns auf der Webseite anschauen. Gibt es immer ein Factsheet. Da werden Ihnen natürlich viele Namen begegnen, die Sie so auch als Investor schon kennen. Und selbstverständlich, was heute gilt, das muss ja morgen nicht mehr gut sein. Und dementsprechend wird der Index natürlich auch regelmäßig angepasst, um eben auch eine Dynamik reinzubringen und zu sagen, da sind immer die Aktien vertreten, die auch aktuell das größte Zukunftspotenzial haben. Also 20 Unternehmen, die hier Zukunftspotenzial im Bereich künstliche Intelligenz haben. Das ist jetzt das Produkt da drauf, also das Partizipationszertifikat, was eben auf den, da haben wir ihn ja auch nochmal, auf diesen Index setzt. Was muss ich da noch beachten? Genau, also quasi, ja, es ist ein Partizipationszertifikat, das heißt, steigt der entsprechende Index, dann steigt eben auch der Wert des Zertifikats, haben wir ja auch quasi jetzt schon auf der vorhergehenden Grafik gesehen, beziehungsweise sehen es hier. Wir haben das Produkt im Jahre 2018 herausgegeben, damals war es für 100 Euro erhältlich, heute hat sich in den letzten 5 Jahren quasi schon der Wert verdoppelt. Als Anleger muss ich natürlich, oder beziehungsweise habe ich so die Chance, eben über eine Transaktion an diesem Korb von 20 Aktien teilzuhaben. Man muss auch immer auf die Risiken hinweisen. So ein Index kann auch fallen, wenn die Aktien fallen. Das habe ich aber auch beim Direktinvestment in die Aktie. Es ist ein Zertifikat, da besteht noch ein Emittentenausfallrisiko. Und weil die Produktwährung in Euro ist, weil die meisten unserer Kunden natürlich Euro-Depots haben, und aber der Index in US-Dollar notiert, gehe ich noch ein Währungsrisiko ein. Hätte ich aber auch höchstwahrscheinlich beim Direktinvestment, denn wenn ich den Index jetzt selbst abbilden wollte, dann müsste ich wahrscheinlich größtenteils auf US-amerikanische Aktien setzen und die notieren ja auch in US-Dollar. Also halten wir fest, eine Möglichkeit auf einen ganzen Korb quasi, auf einen Index von 20 Unternehmen zu setzen, aber die Risiken natürlich und die entsprechenden Ausgestaltungsmerkmale im Blick behalten. Genau. Herr Hartmann, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Ich danke Ihnen. Ja, liebe Zuschauer, soweit der Blick auf ein spannendes Thema aktuell, künstliche Intelligenz. Was bietet sie für Chancen und was haben wir jetzt eben gerade besprochen, was bietet sie auch für Investmentchancen? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.